Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourierreihen. Letzte Folge haben wir uns erinnert an den Begriff der Banach-Algebra und haben gesehen, dass L1 minus Pi Pi mit der Faltung zusammen eine Banach-Algebra ist, eine kommutative Banach-Algebra. Aber wir haben so ein bisschen erläutert, dass kein 1-Element drin ist, uns aber um den Beweis gedrückt, weil dauert zu lange. Dann habe ich so ein bisschen angerissen, man kann diese Forderung nach dem 1-Element partiell ersetzen. Jetzt wollen wir diese Idee mal präzisieren. Und ich habe ja letzte Folge auch gesagt, überlegt euch doch vielleicht mal bezüglich welcher Norm sowas existieren kann. Und ich hoffe, die erste Intention war, okay, wir haben eine Funktion f in LP, nehmen wir die P-Norm. Weil diese erste Intuition ist auch richtig. Was haben wir? Wir haben eine Dirac-Folge Delta n in C2π. Und wir nehmen uns einen 1 kleiner gleich p kleiner als unendlich. Dann gilt, wir nehmen uns nochmal das f in LP. Dann gilt nämlich folgender Grenzübergang. Wenn ich die Norm anschaue von f minus Delta n gefaltet auf f in der LP-Norm von minus pi bis pi, geht das für n gegen unendlich gegen 0. Ein bisschen Wortklauberei betreiben im Skript. So. Weil streng genommen ist das keine Abschätzung, sondern ein Grenzübergang. Ne? Oder so. Ein bisschen schwammig. So, ja, wie beweisen wir das? Wir versuchen halt irgendwie Funktionalanalysis ins Spiel zu bringen und versuchen irgendwie vielleicht den Satz von Fourier mal rüberzuholen oder anzuwenden. Und dann kommt wieder viel GFA. Da werden wir uns dann durchknödeln. Also Beweis. Wir haben ja gesehen, dass also wir haben in Satz 4.7 gesehen, dass für LP-Funktionen die Faltung wohl definiert ist, in dem Sinne, wie wir sie hingeschrieben haben. Das heißt, wenn ich mir jetzt angucke, die Faltung Delta n mit einer Funktion f in LP, dann kann ich das als Operator auffassen. Also, gemäß Satz 4.7 ist die Faltung Delta n Punkt. Das soll sein eine Abbildung von LP nach LP sein, der Bauart, dass Delta N F heißen soll Delta N gefaltet F. Das ist deshalb definiert, weil Delta N als Dirac-Folge ja in C2π liegt und wir haben die Faltung quasi für C2π-Funktionen hingeschrieben. Das ist jetzt ein Operator. Und zwar mit einer festen Funktion Delta N. Ein linearer Operator. So, linearer Operator ist ja dann immer auch die Sache, was hat er für eine Norm? Ist er beschränkt? Ist er stetig? Und tatsächlich ist er das. Wir können nämlich die Norm hier tatsächlich ausrechnen. Wir können halt zumindest sagen, dass er beschränkt ist. Kann auch dann zeigen, dass es gleich ist, aber lassen wir das an der Stelle mal. Und zwar gucken wir uns an die Norm Delta N in der Operatornorm. Ich schreibe das mittlerweile immer ganz gerne dran. Das ist definitiv kleiner gleich. Und jetzt müssen wir uns nur angucken, was steht hier. Was ist das? Das ist das Supremum auf der Einheitskugel, also auf FLP minus PP gleich 1, über den Betrag Delta NF, beziehungsweise die Norm Delta NF in der LP-Norm. So. Hier habe ich jetzt aber ja eine Abschätzung gezeigt mit 4,7. Das ist kleiner gleich als Subnorm F LP minus Pi bis Pi gleich 1. Dann Norm Delta N in der L1-Norm. Mal
Norm F in der LP-Norm. So. Das ist aber ja gerade 1, weil wir ja nur über die Fs supprimieren, die sowieso LP-Norm 1 haben. Das heißt, das hier ist nichts anderes als die Norm von dem Delta N in der L1-Norm. So, was ist die Norm Delta N in der L1-Norm? 2 Pi. So, warum? Gehen wir nochmal ganz an Anfang. Dirac-Folge heißt, dieses Integral hier ist 1. Das ist aber ja das normalisierte Lebesgue-Integral. Das heißt, wenn ich das Normale ausrechne, dann muss ich hier mit 2 Pi durchmultiplizieren, komme also hinten auf 2 Pi statt auf 1. Aber insbesondere, und das ist hier vielleicht das Interessante, das ist kleiner als unendlich. Das ist aber jetzt ein häufig gemachter Fehler mit der 1 und dem 2 Pi. Bei mir hier in den Aufzeichnungen steht es gerade noch drin. Also von daher, macht euch da keinen Kopf. Gut. So. Jetzt ist es so, wenn wir sagen könnten, oder ich fange es mal andersrum, wenn wir zeigen könnten, dass die Behauptung, also dieser Grenzübergang Delta N gefaltet auf irgendwas, konvergiert wieder gegen das irgendwas, dass das auf einer dichten Teilmenge von LP gilt, dann könnten wir einen Dichteschluss machen. Was wäre eine dichte Teilmenge von LP, die schön wäre? C2 Pi. Ist die zufällig dicht in LP? Ja. Das haben wir auch in GFA mal gemacht. Das ist nämlich Aussage von 7.2. Wir haben es allerdings nicht bewiesen damals, weil ich mich vor maßtheoretischen Aussagen gedrückt habe. Naja. Aber stimmen tut's, weil ne, man kann es halt nachrechnen. Wir haben nur gesagt, der Raum CC. So, CC war aber, dass das Ding einen kompakten Träger hat. So. Jetzt kann ich das natürlich sehr, sehr leicht eben aufbauen, indem ich sage C2 Pi. Heißt einfach, ich nehme mir alle Funktionen f, die stetig sind auf r, deren Träger allerdings einfach minus Pi bis Pi ist. So, das Ding liegt dann dicht und kann ich identifizieren mit C2 Pi und dann habe ich genau das, was ich haben will. Na, also man muss ja einfach nur GFA dann wieder ein bisschen interpretieren. Und warum ist C2 Pi hier der schöne Raum? Ne, weil nach dem Satz von Fourier gilt da ja gerade dieser Grenzübergang. Weil das war ja die Aussage vom Fourier. Ne? Das Sigma n, was ja dann nichts anderes ist als das Delta n gefaltet auf die Funktion, das konvergiert gegen die Funktion. Ne, das ist nichts anderes als das, was wir jetzt hier brauchen. Also machen wir es schrittweise. Nach GFA. Was war das? Satz 7.2 ist C2 Pi dicht in LP von minus Pi bis Pi. Nach Theorem 3.1, das war der Fourier, gilt für G aus C2 Pi. Sigma n, was ja nichts anderes ist als Delta n gefaltet auf g. Also eigentlich gehen hier Theoreme 3.1 und 3.4 ein, weil wir ja hier mit der Dirac-Folge arbeiten und nicht mit den Fourier-Kernen. Wir haben ja festgestellt, dass es in dem Beweis von Satz von Fourier nur darauf ankommt, dass wir Dirac-Folgen benutzen. Nicht, dass es die Fourier-Kerne speziell sind. Konvergiert das hier für n gegen unendlich gegen die Funktion, also gegen g. In LP. Ich schaue es mal hier sinnvollerweise dazu. Und jetzt müssen wir halt, oder jetzt machen wir halt den Dichteschluss. Okay, dadurch überträgt sich das halt auch auf die Menge, in der diese Menge C2π dicht liegt. Genauer können wir halt sagen, wir nehmen ja, so eine Vorform des Satzes von Banach-Steinhaus, nämlich den Satz von Satz 5.11 aus der GFA. Der sagte aus, wenn ich zwei normierte Räume habe,
Y davon vollständig, also der Zielraum vollständig. Dann eine Folge linearer Operatoren, die in der Supremum, im Supremum der Operatornorm beschränkt ist und auf einer dichten Menge punktweise konvergiert. Dann existiert der Grenzwert für alle x aus x. Der entstehende Grenzoperator ist wieder stetig. Und die Norm von T ist beschränkt durch diese Supremum der einzelnen Tn. Und die Konvergenz ist dann gleichmäßig auf präkompakten Teilmengen. Also genau das, was wir brauchen. Also damit folgt die Behauptung aus GFA Satz, was habe ich gesagt? 5.11. Wie gesagt, das Skriptum zur GFA ist verlinkt auf meiner Webseite. Die Webseite wiederum ist ja hier unterm Video verlinkt. Ich lasse dieses Skript auch stehen, weil da gehen mir sonst zu viele Nummerierungen flöten. Aber wie gesagt, man muss das mit ein bisschen, vielleicht mit spitzen Bleistift lesen, weil das ist halt einfach teilweise der erste Versuch, Funktionalanalysis zu machen. Das merkt man dem Skript auch leider an. Das heißt leider, ne? Das ist halt so. So, was ich gerade gesagt habe noch, dieser Satz 5.11, der gibt einem halt noch ein bisschen mehr Information. Und zwar sagt der nämlich gerade aus, dass diese Konvergenz auch auf präkompakten Teilmengen gilt. Also sagt noch mehr aus. Und zwar, es gilt sogar Norm F minus Delta N gefaltet F LP geht gegen 0 gleichmäßig. Und gleichmäßig haben wir oben gar nicht gefordert. Wir haben nur gesagt, es konvergiert. Also das hier ist eine wesentliche Verallgemeinerung in der Hinsicht. Und zwar auf den präkompakten Teilmengen. Was auch immer genau die präkompakten Teilmengen von LP sind. Ne, das ist ja bei solchen abstrakten Funktionen immer nicht ganz so leicht hinzuschreiben. Letzten Endes sind das immer so Charakterisierungen wie im Satz von Asela-Ascoli. Und da muss man halt immer gucken, welche Funktionenmengen das genau betrifft. Aber das ist so grob das, was da die Aussage draus ist. Und wie gesagt, diese Dirac-Folgen ersetzen diese 0 oder dieses 1-Element in dem L1-Ding mit der Faltung wirklich gut, ne? Weil wir haben gleichmäßige Konvergenz. Es ist halt nur die Sache, wir können so a priori nicht sagen, haben wir schnelle Konvergenz. Und ich habe auch ehrlicherweise keine Ahnung davon, ob man da irgendwie eine Quantifizierung treffen kann. Wenn man da eine Quantifizierung treffen kann, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, rauszubekommen. Weil es ist ja in der Regel so, Konvergenz selber nachzuweisen, ist noch verhältnismäßig einfach. Aber zu sagen, etwas konvergiert so und so schnell, ist die wesentlich schwierigere Fragestellung. Ja, das ist dann nämlich irgendwie Teilgebiet der numerischen Analysis. Da habe ich mich halt im Studium hinterher viel mit beschäftigt und vertieft. Das ist halt immer dann der härtere Brocken. Und das ist auch nicht immer schöne Mathematik, sondern da verliert man sich dann teilweise wirklich sehr in technischen Abschätzungen, bis man irgendwann wieder was sieht. Und man muss hinterher immer genau gucken, was habe ich gemacht und warum habe ich was gemacht. Also mit welchem Zweck habe ich irgendeine Abschätzung verfolgt. Das ist tatsächlich sehr hartes Brot und da werde ich wahrscheinlich auch hier nicht großartig irgendwie was zu machen. Außer es ergibt sich irgendwann mal so eine Kleinigkeit oder irgendwas. Ja, aber da ist jetzt nicht so was, was irgendwie so tiefhängend ist, dass man es mal eben einsammeln könnte in irgendeinem Kurs und auch nichts, was irgendwie so schwerwiegend ist, dass ich es unbedingt machen wollen würde. Gut. Ja, dann sind wir jetzt heute mal eine Minute früher fertig, weil mit Kapitel 5 anfangen bringt uns jetzt nichts. Also im Wesentlichen dieses Kapitel 4 ist so ein bisschen Technik und das Ganze so in so einen übergeordneten Rahmen zu bringen. Also das, was wir hier machen, das ist halt nicht irgendwie, wir definieren so ganz exotisch genau die Funktionen, die wir brauchen, um dann genau die Sätze zu definieren oder Sätze hinzuschreiben und zu beweisen, die wir haben wollen. Sondern das ist tatsächlich, es liegt alles unter einem etwas allgemeineren Kreis. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter rausgeht und Transformationen betrachtet, also Fourier-Transformationen und dann Distributionen darauf, dann wird das Ganze nochmal unter einen größeren Deckel gestopft. Was ich mir durchaus nochmal vorstellen könnte, dass wir das auf jeden Fall nochmal hier genauer erörtern, weil das finde ich wieder sehr interessant. Genau, dann
wären wir für diese Folge am Ende. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, macht's gut und tschüss.